Guten Morgen, Andy. Mit diesem kurzen Video möchte ich dir gerne meine V7-Lösung zu deinem Fahrstraßenproblem zeigen. Dafür möchte ich hier gerne drei Signale aufstellen. Das zweite hier und ein drittes hier. Außerdem muss ich die beiden Enden hier markieren. Dafür nehme ich Kontaktpunkte. Ein Bremskontakt, einen hier. Der Zug, der hier ankommt, soll stoppen. Einen da. Und dann richte ich meine Fahrstraßen ein. Ansicht, Fahrstraßenmenü. Mit dem Plus lege ich eine neue Fahrstraße an und markiere die Wegpunkte. Und die erste Fahrstraße soll gehen von diesem Signal bis zu diesem Signal. Das geht in die Kehrschleife und bis zum Signal für die Ausfahrt aus der Kehrschleife. Das übernehme ich so, nenne sie auch Kehrschleife, dann erkennen wir sie nachher leichter wieder. Sie beginnt bei diesem Formsignal, sie endet bei dem Formsignal und für dieses Formsignal gilt bei Aktivierung auf Fahrt stellen, bei Auflösung wieder auf Halt. Die nächste Fahrstraße beginnt hier an der Ausfahrt aus der Kehrschleife und endet hier. Das ist meine Fahrstraße, wenn ich sie übernehme, für die Rückfahrt, damit du sie nachher in den Listen gut auseinanderhalten kannst. Und die dritte Fahrstraße beginnt an diesem Signal und endet an dem Kontaktpunkt. Ich übernehme das und nenne das meine Kreuzung. Und das war's. Damit ist soweit alles fertig definiert. Wenn ich jetzt die Fahrstraße in die Kehrschleife aktiviere, dann siehst du, dass das hier jetzt grün unterlegt ist, am Ende ein Schlosssymbol hat, weil die Fahrstraße gesichert und verriegelt ist. Und dass das Signal am Anfang der Fahrstraße auf Fahrt geschaltet hat. Wenn ich als nächstes die Fahrstraße für die Rückfahrt aktiviere, dann steht hier, dass sie blockiert ist und auf Freigabe wartet und du siehst hier ein Pausensymbol. Und dieses Element ist jetzt orange unterlegt, wenn ich nicht gerade mit dem Mauszeiger da drauf bin. Als drittes aktiviere ich den kreuzenden Weg hier und da gilt ebenfalls, ist blockiert, wartet auf Freigabe, Pausensymbol hier. Wenn ich diese Lok jetzt starte, dann zieht die vor bis zu ihrem Signal und wird dort gestoppt. Wenn ich die Rangierlok jetzt starte, dann passiert Folgendes. Jede Weiche, die diese Lok überfährt, wird wieder freigegeben und damit auch der Abschnitt, der dahinter liegt. Und wenn diese Lok jetzt die zweite Weiche freigibt, dann bekommt der kreuzende Weg die Freigabe, weil hier schon nichts mehr den Weg blockiert. Die Rückfahrt für die Rangierlok ist nach wie vor blockiert. Erstens durch die immer noch aktive Fahrstraße in die Kehrschleife, die nach wie vor diese Weiche hier in abzweigender Stellung verriegelt. Und zweitens durch die Lok selber, die auf dieser Strecke ein Hindernis darstellt. Und deshalb hat er die Chance, schon zu kreuzen, bevor die Rangierlok zurückkehrt. Vielen Dank fürs Zuschauen.